Mit dem smarten Temperatursensor und Regler Eve ThermoControl hat Eve das erste Produkt auf den Markt gebracht, das Meta-Binding unterstützt. Dadurch sind wir in der Lage, das Gerät mit einem Eve-Thermostat, also einem Eve-Thermo, zu verknüpfen und dann das Thermostat via Eve-Thermo-Control zu steuern. Wie das Ganze funktioniert und welche Funktionen das Gerät sonst noch mitbringt, zeige ich euch in diesem Video. Ich bin Eugene, willkommen bei Tequila. Okay, Temperaturregler, lasst uns die Temperatur regeln. Eve Thermo Control wurde mir netterweise von Eve zugeschickt, damit ich dieses Review machen kann. Wie immer werdet ihr ausschließlich meine Meinung dazu hören, da Eve mir nicht vorgibt, was ich sagen soll. Deswegen an dieser Stelle nochmal vielen Dank an das Eve-Team. Okay, schauen wir uns an, was in der Box ist. Die Verpackung von Eve kommt wie immer hochwertig daher. In der Box befindet sich das Gerät selbst, ein USB-A auf USB-C-Kabel zum Aufladen und Papierkram inklusive der Meta-QR-Codes zum Koppeln mit unserem Smart Home. Die Batterie ist im Gehäuse verbaut und auf der Rückseite finden wir einen USB-C-Anschluss für das Ladekabel. Das Eve Thermo-Control-Gehäuse unterscheidet sich von Eves anderen Temperatursensorprodukten, denn es ist komplett aus Kunststoff und weiß. Der Raumklimamonitor Eve Room und die Outdoor-Wetterstation Eve Weather haben Alugehäuse und kommen in den Farben Silber und Schwarz. Außerdem sind die Ecken des Eve Thermo Control Gehäuses abgerundeter. Bei dem Display handelt es sich um ein E-Ink Display, wodurch die Informationen auf der Anzeige bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen sehr gut ablesbar sind. Auf dem Display selbst werden uns folgende Infos angezeigt: die Temperatur, gemessen an der Stelle, an der das Gerät aufgestellt wurde, und da das Gerät so klein ist, kann man es praktisch überall zu Hause aufstellen. Die Temperatur wird uns dabei in 0,5 Grad Schritten angezeigt. Oben wird die Luftfeuchtigkeit angezeigt. Unten rechts sehen wir ein kleines Heizungs-Icon, das uns zeigt, ob die Heizung aktuell ein- oder ausgeschaltet ist. Und unten links die Temperatur, die am mit Eve Thermo Control gekoppelten Eve Thermo eingestellt ist. Für diese beiden Informationen muss mindestens ein Eve Thermo mit Eve Thermo Control verbunden sein. Und damit kommen wir auch schon zur Hauptattraktion, Meta Bindings. Dabei handelt es sich um eine Meta-Funktion, bei der eine direkte Verbindung zwischen zwei Meta-Geräten hergestellt wird. Damit kann Eve Thermo Control das Thermostat Eve Thermo direkt steuern. Voraussetzung dafür ist, dass wir zu Hause einen Meta-Controller und einen Thread Border Router haben. Denn Eve Thermo Control funktioniert laut Eve aktuell nur mit Apple Home. Das liegt vermutlich daran, dass es die Eve-App aktuell nur für Apple-Geräte gibt. Und wir brauchen die Eve-App, um die Meta-Bindung zwischen Eve Thermo Control und Eve Thermo einzurichten. Und ich nutze Apple Home als Smart Home Plattform und habe Apple TVs und HomePods in der Wohnung verteilt, die als Steuerzentrale, Meta Controller und Thread Border Router fungieren. Das heißt, mein Smart Home erfüllt alle Voraussetzungen für Eve Thermo Control. Und das Koppeln mit Apple Home ist wie bei allen Eve Geräten sehr simpel. Wir müssen einfach nur den Meta QR-Code scannen und den Schritten folgen. Danach ist das Gerät eingebunden und wir können die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Home-App oder der Eve-App einsehen. Um eine Meta-Bindung zwischen den beiden Geräten herzustellen, müssen wir in die Eve-App. Dort gehen wir in den Eve Thermo Control Einstellungen zu der Option Zugewiesenes Eve Thermo. Wenn wir auf Eve Thermo Zuweisen tippen, dann werden uns alle Eve Thermo Geräte in unserem Smart Home angezeigt. Hier sehen wir, dass eines meiner Eve Thermo Geräte nicht unterstützt wird. Dabei handelt es sich um ein Eve Thermo der ersten Generation. Und das ist ein HomeKit-Gerät, das via Bluetooth gesteuert wird. Es ist also nicht kompatibel mit Meta und hat auch keinen Thread-Chip verbaut. Apropos Meta, damit die Verbindung und Steuerung via Meta-Bindings überhaupt funktioniert, brauchen wir die Meta-Version des Eve Thermos. Ich habe hier ein Eve Thermo der vierten Generation, welches zu dem Zeitpunkt, zu dem ich es gekauft habe, ein Apple Home-Gerät war. Mittlerweile gibt es aber ein Software-Update von Eve, mit dem wir das Gerät von HomeKit zu Meta migrieren können. Wie das geht, zeige ich euch in einem anderen Video. Den Link zu dem Video findet ihr hier oben oder in der Videobeschreibung. Mein Eve Thermo ist also bereits auf Meta migriert. Deswegen wähle ich das jetzt hier auch aus und kopple es mit Eve Thermo Control. Und jetzt können wir unser Eve Thermo mit Eve Thermo Control steuern. Und das geht so. Wir haben drei Touch-Buttons auf dem Gerät. Die beiden Pfeile links und rechts und der Kreis oben in der Mitte. Hier unten am kleinen Heizungssymbol erkennen wir, ob die Heizung aktuell heizt oder abgeschaltet ist. Aktuell ist sie aus. Tippen wir oben auf den Kreis,
können wir die aktuell eingestellte Temperatur der Heizung sehen. Die beiden Striche sagen uns auch nochmal, dass gerade nichts eingestellt ist. Mithilfe der Pfeiltasten können wir nun in 0,5 Grad Schritten die Temperatur einstellen. Durch erneutes Tippen auf den Kreis bestätigen wir die Temperatur, die wir gerade eingestellt haben. Und nun wird die Heizung eingeschaltet und auf die gewünschte Temperatur gestellt. Unten rechts zeigt uns das Heizungssymbol nun, dass geheizt wird. Und unten links sehen wir die eingestellte Temperatur. Tippen wir erneut auf den Kreis, dann können wir die Temperatur mit den Pfeiltasten wieder ändern. Wenn wir die Heizung wieder abstellen möchten, halten wir den Pfeil nach links gedrückt, bis die beiden Striche zu sehen sind. Bestätigen wir, dann wird die Heizung abgeschaltet. Unten rechts sehen wir nun, dass das kleine Heizungssymbol leer ist. Das zeigt uns nochmal, dass die Heizung aus ist. Es ist übrigens möglich, bis zu 5 EVE Thermos zu gruppieren und via EVE Thermo Control zu steuern. Wir brauchen also nicht für jedes Thermostat ein eigenes EVE Thermo Control Gerät. Das macht aber nur Sinn, wenn sich alle EVE Thermos aus der Gruppe im selben Raum befinden, da der EVE Thermo Control Temperatursensor ja nur die Temperatur des Raumes misst, in dem das Gerät aufgestellt ist. Um zu testen, ob die Meta-Bindung zwischen beiden Geräten auch dann funktioniert, wenn das gesamte Smart Home offline ist, habe ich alle Steuerzentralen inklusive Meta-Controller und Thread Border Router sowie meinen WLAN-Router abgeschaltet. Und dann habe ich versucht, das Thermostat mit EVE Thermo Control zu steuern. Und es funktioniert nicht. Wenn ich versucht habe, die Temperatur zu verstellen, hat das EVE Thermo nicht reagiert. In meinen Tests musste also das Thread Mesh Netzwerk inklusive Thread Border Router vorhanden sein, damit die Steuerung funktioniert. EVE selbst gibt allerdings auch an, dass wir eine Apple-Steuerzentrale inklusive Meta-Controller und Thread-Border-Router benötigen, um EVE Thermo via EVE Thermo Control steuern zu können. Das WLAN kann ruhig ausfallen und das Internet übrigens auch, denn wie alle EVE-Geräte funktioniert auch EVE Thermo Control komplett lokal und ist nicht auf eine Internetverbindung bzw. auf irgendeinen Cloud-Service angewiesen. Meta steckt noch in den Kinderschuhen. Und ich hoffe, dass Meta-Bindings in Zukunft auch komplett offline funktionieren werden. Also ohne Meta-Controller und ohne Thread-Border-Router. Was aus meiner Sicht auch Sinn macht. Denn wenn das Smart Home, warum auch immer, mal ausfällt, dann können Meta-Bindings dabei helfen, Grundfunktionalitäten aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel das Ein- und Ausschalten von Lampen mit Lichtschaltern oder das Regulieren der Temperatur mit Thermostatsteuerungen. Während der 4 Wochen, in denen ich EVE Thermo Control getestet habe, ist unser Smart Home nie ausgefallen. Und deswegen hatte ich auch zu keiner Zeit Probleme damit, unser Thermostat im Badezimmer via EVE Thermo Control zu steuern. Im Gegenteil, die beiden Geräte in Kombi funktionieren in meinem Smart Home sehr zuverlässig. EVE Thermo Control kann nicht nur zur manuellen Steuerung unseres Thermostats eingesetzt werden, sondern auch für Automationen. Also Automationen, die abhängig von der mit dem EVE Thermo Control gemessenen Luftfeuchtigkeit oder Temperatur ausgelöst werden. Auch können wir in der Home-App natürlich sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit einsehen. Oder Siri fragen, wie hoch die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit in dem Raum ist, in dem das Gerät aufgestellt wurde. In der EVE-App können wir noch weitere Einstellungen vornehmen. Es ist möglich, das Display-Layout zu verändern. Wir können einstellen, dass die Zieltemperatur oben groß angezeigt wird und die aktuelle Temperatur klein unten links. Und wir können auch einstellen, dass die Temperatur unmittelbar, wenn wir die Pfeiltasten bedienen, verstellt wird. Wir müssen die Temperatur also nicht mehr mit der Kreistaste bestätigen. Auch die Thread-Sendeleistung können wir einstellen. Da der Abstand zwischen EVE Thermo Control, EVE Thermo und Thread-Border-Router bei uns nicht so groß ist, stelle ich niedrig ein. Das verlängert auch die Batterielaufzeit. In der EVE-App ist mir eine Besonderheit aufgefallen, die im ersten Moment vielleicht verwirrend sein kann. Denn dort werden EVE Thermo und EVE Thermo Control zusammengefasst. Wir sehen dann in der App nur noch das EVE Thermo. Wenn wir aber in der Übersicht oben die Info aufklappen, sehen wir beide Geräte und können von hier aus auch in die jeweiligen Einstellungen reinspringen. Der Temperaturverlauf, der hier angezeigt wird, basiert auf dem Messpunkt des EVE Thermo Control Sensors, da dieser ja im Raum steht und die zuverlässigeren Werte liefert. Die Luftfeuchtigkeit, die wir hier unten sehen, stammt vom EVE Thermo Control Sensor. Das EVE Thermostat hat nämlich keinen Sensor für Luftfeuchtigkeit. Der smarte Temperatursensor und Regler von EVE kostet ca. 79 Euro und ist aktuell einzigartig. Außerdem ist EVE damit in Sachen Meta-Bindings Vorreiter. Wenn ihr Apple Home-Nutzer seid, inklusive Steuerzentrale mit Meta- und Thread-Support, und wenn ihr EVE-Thermogeräte bereits im Einsatz habt bzw. plant, welche anzuschaffen, dann ist EVE Thermo Control eine tolle Ergänzung für euer Smart Home. Es funktioniert sehr zuverlässig und ist einfach zu bedienen. Zudem ist das Design, wie üblich für EVE-Geräte, sehr schlicht und modern.
Das Gerät ist sehr klein und passt bei uns zu Hause überall hin. Habt ihr eine andere Smart Home Plattform im Einsatz und oder Thermostate anderer Hersteller, dann ist das Gerät nicht das Richtige für euch, da Eve Thermo Control nicht kompatibel mit anderen Smart Home Plattformen oder Thermostaten anderer Hersteller ist. Sollte sich in Zukunft daran etwas ändern, dann werde ich hier natürlich darüber berichten. Wenn ihr das nicht verpassen möchtet, dann abonniert gerne diesen Kanal. Hier oben findet ihr ein Video zum Eve Thermo, das smarte Thermostat, das ich in diesem Video genutzt habe, um es mit Eve Thermo Control zu verbinden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.